Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ich bin gerade am überlegen. Haben wir jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen oder haben wir nur eins gewonnen gehabt? Nee, stand da nicht gerade da, Sieg, nur Niederlage? Ja. Ne, Sieg, unentschieden. Ah, okay. Buh, zwei Spiele in Folge gewonnen. Krass. Und ja, wir hätten zwar höher gewinnen müssen, meiner Meinung nach, im letzten Spiel. Aber gewonnen ist gewonnen, das ist erstmal wichtig. Und ja, bei schwachen Gegnern ist es halt manchmal einfach so, dass man sich dann einlullen lässt und dann so spielt wie ich das letzte Mal. Aber ich bin zufrieden mit Klose nach wie vor. Der hat zwar auch einiges liegen lassen, meiner Meinung nach, im letzten Spiel, aber trotzdem bester Mann. So. Das rechts müsste Diouf sein, also relativ schnell. Links ist wahrscheinlich dann auch schnell, also weiß ich nicht. Könnte ein Pace-Hochsturm sein. Könnte. Muss nicht. Insgesamt totales random Premier League Team halt wieder nichts Besonderes. Es wäre natürlich richtig geil, wenn wir jetzt genauso einen schwachen Gegner bekommen wie beim letzten Mal, aber ich glaube, das wird schwer, weil der war halt schon sehr schwach. Da war ich vielleicht ein bisschen zu inkonsequent in meiner Idee. Oh Gott! Was wird ein Bastard daraus? Hallo, Spieler von mir hingehen! Oh Mann, bleib doch mal nicht überall da hängen! Du, also mein Abwehrverhalten ist eigentlich ganz gut, nur dass halt immer der Ball wieder beim Gegner landet. Jetzt zum Beispiel, ich schaff's einfach nicht, den Ballbesitz zu behalten. Das habe ich gewusst, dass er dahin spielt und habe es dementsprechend zugestellt. Oh, nicht mal da schaffe ich, im Ballbesitz zu bleiben. So, jetzt raus und weg mit dem Scheiß. Boah, wunderschöner Ball auf Kuba. War, glaube ich, abgefälscht. Genau den Passweg will ich zustellen. Das gelingt mir nicht. Und den Passweg wollte ich auch zustellen. Das hat geklappt. Sehr schön. Mit Zapata. Eins kürzer. Ich habe nur angetippt. Aber egal. Hat ja gereicht. Perisic. Perisic setzt sich leider nicht durch. Abseits. Gegner ist auf jeden Fall deutlich besser und aggressiver als der aus der letzten Aufnahme. Das kann man schon mal sagen. Aber es war auch zu erwarten. Oh, warum rennt denn... Oh, warum rennt denn Kuba weg, wenn er stehen bleibt? Hat er den Ball? Ah, ich hab schon gedacht, dass es als faul gewertet wird. Fickt euch. Oh, ist das zum Kotzen gerade wieder. Ich gehe mal auf Ballbesitz. Gefällt mir nicht, wie das Spiel läuft.
Verstehe nicht, was das soll. Die Flanken kommen überhaupt nicht besser, nur weil man die so macht. Sehr gut von Kuba. Ist durch. Oh, fast wäre er auch durch gewesen. Das ist doch noch angegangen, oder De Jong, glaube ich. Oh Gott. Auf Klose. Anstrengendes Spiel auf jeden Fall. Oh! Oh, ich habe nicht auf Vorlegen gedrückt. Er legt ihn sich selber meilenweit vor. Was war das? Das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Die Spieler dürfen nicht Sachen machen, die man nicht macht. Also, die man nicht steuert. Wie soll ich denn die Kontrolle über meine Spieler haben, wenn die teilweise einfach mit Dingen anfangen, die ich nicht eingebe? Das verstehe ich am wenigsten. Steht ziemlich offensiv, wie ich finde. Oh, Kuba, wie oft muss ich dich denn noch in den Sturm schicken? In den Sturm. In den Lauf. Oh. Unentschieden will ich mindestens schaffen, dann brauche ich nämlich nur noch einen Sieg für den Ligatitel. Ich muss es kurz ausführen, dann muss ich ihn wahrscheinlich einfach weghauen dann. Oder auch nicht, aber ich habe den Ball trotzdem nicht. Ja, macht halt nichts, steht halt einfach dumm rum. Sehr gut von Lopez. Elfmeter. Das muss ein Elfmeter geben, ganz klar. Also das, also wer solche Dinger sagt, das ist nicht verdient, das war ein Elfmeter. Ich wollte gerade schießen und er hat mich umgeruppt. Guckt euch an. Hier, ich bleib eindeutig am Gegner hängen und dementsprechend, das war mit Absicht, faul. Okay, war vielleicht kein Elfmeter, weil ich am Gegner hängen bleibe und nicht umgedreht, aber ich denke trotzdem, dass es jetzt kein Elfmeter ist, wo man sagt, das ist ja eindeutig keiner. So, 82 hat Hernanes. Hoffentlich versau ich es nicht wieder so wie beim letzten Mal, das war richtig peinlich. Das sieht gut aus. Geil. Und, boing! Und wie gesagt, wer gesagt hat, dass diese Dinger in die Mitte nicht mehr gehen würden, ich mache eigentlich immer in die Mitte und es geht gut. Bisher. Es ist zwar auch noch niemand in der Mitte stehen geblieben, aber das ist ja nur ein Grund mehr, in die Mitte zu schießen, wenn niemand in der Mitte stehen bleibt. Und wenn doch mal jemand stehen bleibt, hoffe ich natürlich, dass ich nur unter die Latte presse. So, jetzt gehen wir auf Defensiv. Also ich würde sagen, die Führung geht überhaupt nicht, also die ist nicht verdient, die Führung. Mein Gegner war offensiv viel, viel besser drauf als ich. Aber nehme ich gerne mit. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier unverdient, nee, Quatsch, es wäre eine der wenigen Male, wo ich unverdient gewinne, falls ich jetzt so bleiben sollte. Und ich jetzt nicht in der zweiten Hälfte abgehe. Aber ich hatte ja auch schon super oft Spiele, wo es umgedreht war, dass ich eigentlich der bessere Spieler war und der Gegner gewinnt. Deswegen ist es schon okay. Elfmeter war, denke ich, eigentlich keiner, aber ich glaube halt, dass Kuba am Gegner hängen bleibt.
Und dann dürfte es ja eigentlich keinen Elfmeter geben, weil es mehr so Einfädeln war. Aber es war halt eine Situation, wo ich sage, wenn ich jetzt mal vom echten Leben ausgehe, schwer zu sehen für den Schiri. Und da ist es verständlich, wenn es Elfmeter gibt. Warum will er denn Klose anspielen? Ich dachte mir, bevor jetzt ohne den scheiß Konterrennen präselst du einmal einen drauf und ging ja wenigstens auch aufs Ziel. Oh, wäre das ein Lack gewesen, ey. Zum Glück hat das nicht funktioniert. Oh, wäre das eklig gewesen, Alter. Was ist das denn für ein Pass? Meine Fresse. Jetzt wird's richtig scheiße. Glück gehabt. Und diesmal auch nicht versucht, dumm rauszuspielen, sondern einfach geklärt und fertig. Oh. Bleibt natürlich hängen. Hätte ich, denke ich, gehabt den Ball, aber ist okay, solange ich im Ballbesitz bleibe. Ja, ich weiß nicht, ob ich wieder auf Kuba spielen will, weil was da beim letzten Mal passiert ist, wissen wir ja. Oh Junge, renn doch nicht im Abseits rum. Naja. Ich führe noch, kein Grund sich aufzuregen. Boah, das war richtig geil für Medell. Ich habe ja gesagt, er macht sein Zeug. Geiles Dribbling. Geiles Dribbling von Hernandez. Ich dachte gerade, es gibt keinen Freistoß. Geiles Dribbling von Hernandez, leider nicht durchgekommen. Aber immerhin Freistoß gezogen. 33 Meter, dafür habe ich es einfach auch zu wenig trainiert und bin nicht gut genug. Und ich weiß gerade wieder nicht, welche Taste ich drücken muss für Vollspannschuss. Und ich denke, hier bräuchte man schon eher Vollspann. Naja, hätte gepasst, hätte ich wahrscheinlich sogar noch mehr aufziehen können. Das wird eklig. Richtig geile Parade von Lopez. Ich meine, es war auch schon wieder Glück, dass der Ball überhaupt so gefährlich dahin kommt, dass es quasi eine Flanke ist. Oh nein! Oh nein! Okay, jetzt gibt's den unverdienten Dreckselfmeter. Ja! Lopez hält ihn. Vieh! Geil. Also der Elfmeter war auf jeden Fall unverdienter als meiner, das kann man schon mal sagen. Klose ist absolut die falsche Position. Oh, geil! Geil, geil, geil! Schon wieder meiner Meinung nach einfach eine unrealistische Parade. Gucken wir uns nochmal an. Ach so, da war gar nicht dran? Habe ich es richtig gesehen? Ich dachte, er wäre dran. Okay, dann war der Schuss... Ach doch, er war da dran, oder? Sonst, er muss dran gewesen sein, sonst könnte er jetzt keine Ecke geben. Oh, geiler Kopfball, schade. Ach so, nochmal. Bin gerade super verwirrt, weil ich einfach diese Berührungen nicht sehe. Oh, jetzt ist es auch wieder eklig, jetzt wird es auch wieder eklig.
abgefälscht und Lopez hält ihn trotzdem. Also Lopez macht aber auch gerade das Spiel seines Lebens, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Boah. Ist aber, denke ich, auch okay. Also ich denke, in der zweiten Hälfte bin ich auf jeden Fall besser als in der ersten. Und so langsam, aber sicher verdiene ich mir dieses 1-0. Wie gesagt, ich würde behaupten, der Elfmeter vom Gegner war... Oh nein, 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 das darf nicht passieren. Ich würde sagen, der Elfmeter vom Gegner war weniger verdient als meiner. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, deswegen habe ich dann einfach geflankt. Oh, ist er gerade ausgewichen? Ist er gerade ausgewichen? Ich glaube. Ein bisschen Zeit runterlaufen lassen, das haben wir uns, denke ich, verdient. Schöner Pass auf Klose. Es ist einfach krass, wie der sich am Ball durchsetzt. Das dürfte er gar nicht können. Meiner Meinung nach. Ist er nur auch körperlich nicht der Stärkste. Boah, gerade lassen wir den Ball aber richtig geil laufen. Oh, hat den Ball nicht gesehen. Schön abgefangen von Zapata. Ah, endlich habe ich mal genug aufgezogen gehabt. Aber diesmal habe ich auch dran gedacht. Ich dachte so, wenn du jetzt einen Seitenwechsel machen willst, zieh einen Tick mehr aus, auf, sonst landet er wieder mitten in der Hälfte vom Raum und dann hat er wieder jemand anderes. Geil! 3 Spiele in Folge gewonnen und ich würde sagen, das Spiel jetzt vielleicht nicht verdient unbedingt. Also ich denke, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Wobei ich halt sagen muss, der zweite Elfmeter war weniger verdient als der erste. Vielleicht können wir uns das nochmal angucken in der Wiederholung. Ja, und natürlich, Lopez hat Spiel des Lebens gemacht, hat einen Elfmeter gehalten, aber ohne Scheiß, weil der hatte auch mindestens eine super Siegeparade und vielleicht auch noch 2 andere. Hat Klose eigentlich ein Tor geschossen? Stimmt ja, Klose war es ja gar nicht. Verdammt, den hätte ich den Elfmeter schießen lassen. Nee, Quatsch. Ich will natürlich nicht die Statistiken manipulieren. Klose ist nicht der beste Elfmeterschütze, also schießt auch nicht das Tor. Geil, wir brauchen glaube ich nur noch einen Punkt, ne? Dann haben wir den Titel. Krass. Also, ich würde sagen, es ist wirklich eine ganz kleine Steigerung ist zu spüren in meinem Spiel und zu sehen. Aber wirklich nur eine kleine. Ich gehe viel mehr durch die Mitte, habe mehr Abwechslung. Das ist schon mal schön. Was wollte ich jetzt machen? Ach, ich habe vergessen, mir die Highlights nochmal anzugucken vom Spiel. Oh, ich trottel. Ich wollte nochmal gucken, weil ich bin mir nicht 100% sicher. Vielleicht war es doch ein Elfmeter, das Ding da von Kuba. Es war auch immer eine strittige Situation, das kann man sagen. Aber der Elfmeter vom Gegner war überhaupt keiner. Ich bin einfach nur zum Kopfball gegangen nach einer Ecke. Wo ist denn das ein Elfmeter? Aber wie gesagt, bisher war das erste Spiel, wo ich gedacht habe, die Elfmeter, merkwürdig. So, beim nächsten Mal spielen wir dann... Ach ja, jetzt muss ich erstmal Verträge kaufen gehen. Fuck, Mann. Richtig viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich brauche dann logischerweise auch ein paar Vorrat. Kohlen haben wir ja erstmal. Dass ich mir vielleicht erstmal so 10, 20 Verträge hole. Was habe ich gesagt? Also ich denke, für 500 bekomme ich maximal. Also maximal 500 muss ich bezahlen für einen seltenen Goldvertrag. Das heißt, 20 Stück wären halt schon mal 10.000 Coins. Und mal gucken, ob ich vielleicht auch welche für 450 bekomme oder so. Mal schauen. Ich wollte noch mal kurz schauen, aber er müsste jetzt 7 Spiele, 6 Scorerpunkte, okay. Hernandez hat jetzt auch schon ein paar Sachen. 5 Spiele, 4 Scorerpunkte, einer davon 11 Meter, aber egal. Auch nicht schlecht. Perisic, 7 Spiele, 0 Tore. Das heißt, meine Kuba, 7 Spiele, 0 Tore. Also in der Bundesliga sind auf jeden Fall meine LM und RM deutlich torgefährlicher.
Die Jong hat auch noch nichts gemacht. Na gut, na gut. Na gut, ich kann aber, denke ich, trotzdem zufrieden sein. So. Ah, das war falsch. Ich kann auf jeden Fall schon mal meinen Kiesling auf die Transferliste packen, weil den werde ich sowieso nicht noch weiter testen. Also ich habe es gemerkt, er ist der Baumstamm, der er immer war. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Thibaut Moting. Na, den habe ich ja gesagt, den gebe ich noch ein, zwei Spiele eine Chance und dann schauen wir mal. Er lässt sich jetzt nicht wirklich schlechter spielen als Stindl, aber auch nicht wirklich besser. Sollte sich das jetzt in den nächsten zwei Spielen nicht ändern und er jetzt nicht ein paar Buden machen oder so oder zeigen, dass er richtig Bock hat, dann verkaufe ich den auch wieder und probiere eventuell mal Raphael aus. Der ist halt super Trippelstreik, aber sonst ist er eigentlich nicht besser als Choupo-Moting von den Werten, die bei einem ZOM relevant sind, ist er eigentlich sogar ein bisschen schlechter, also halt beim Dribbling. Er ist körperlich schwächer, er hat, glaube ich, einen schlechteren Distanzschuss. Ich gibt aber noch 1 Million Leute, die man testen kann im ZOM. Kruse fällt mir jetzt zum Beispiel noch ein, den hat man auch gesehen. Falls dann irgendwann mal es preiswerter wird, Çalhanoğlu, dann habe ich auch gelesen, dass Yunusovic ziemlich geil wäre als ZOM. Das ist eigentlich ein ZM. Also es gibt da schon noch ein paar Leute, die man testen könnte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein ZM nehme als ZOM, dann müsste das halt ein Deutscher sein. Weil ich sonst wieder Chemieprobleme bekomme. Habe ich jetzt schon mit Choupo-Moting, aber wenn ich halt einen ZM, Choupo-Moting ist ja, ach nee, Choupo-Moting ist ja auch ein ZM, sehe ich gerade. Aber gut, ich habe ja jetzt halt auch leichte Chemieprobleme. Dadurch hat jetzt Choupo-Moting nur 8 und Bender hat nur noch 9. Wenn hier halt ein Deutscher steht, hat halt Bender 10. Naja, mal schauen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Und ich werde jetzt erstmal in der Web-App, das ist angenehmer, kann man mit der Musik nebenbei hören, ein bisschen traden, also nur im Sinne von, ich kaufe mir Verträge, ich stelle Kiesling auf den Transfermarkt und ich schaue nebenbei, ob es einen preiswerten Chicharito gibt, den ich abgreifen kann. Ansonsten kaufen wir den dann in der nächsten Folge. Also dann, tschö, tschö.